Hi, moin und herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Oberbayern, meine Freunde, im LS 19. Ich glaube, heute gibt es nicht so viel RP-Situationen. Aber könnte ja doch noch sein, also. Das ist schon mal hoi. Da werden Ballen gepresst. Nee. Warum zieht denn der nicht? Jetzt weiß ich, warum der nicht zieht. Weil der eine Wartung hat nötig. Gleich zum Händler stehen und rüberlaufen oder fragen, ob nett, ob er mich rüberbringen kann. Was ist denn hier nur los? Moin! Moin! Du hör mal, wo fährst du durch? Fährst du bei meinem Hof durch? Ja, falsch. Kannst du mich mitnehmen, weil ich will dir den Regitrack hier lassen für eine Wartung. Der packt gar nichts. Jo, komm mal. Kann ich ihn gleich hier stehen lassen? Ja, lass ihn auch stehen. Super. Gut. Hast du nicht hier eine ein bisschen Überladung? Ah, es geht schon. Hab eine Genehmigung dafür. Ach so. Es ist auch neu was angekommen hier, aber Holmer. Okay. Dann hat er schon gesagt, hier er möchte den mieten. Also den angucken, dann passt er. Ach so. Hast du noch nicht so Überladung, das musst du mit Begleitfahrzeug? Ah, das geht schon. Geht schon. Gut, so. Danke vielmal. Jo, bitte, kein Problem. So. Ja, da fahrst du noch. Dankeschön. Ja. Tschüss. Ciao, ciao. Channel switched. So, Leute. der hat mich hier vorbeigebracht, aber. Oh Mann, ich muss noch Anbaugeräte bestellen. Ich werde hier noch arm. Unser Johnny ist auch noch zu gebrauchen, aber warum, wenn wir einen neuen hier haben? Testen wir gleich hier den neuen. Gut, ja, Brauchen nochmal den Händler. Ja? Moin!
Oh, jetzt ist er zufrieden mit Sex, ja. Ja, fährt sich schon mal gut. Hör mal, ich rufe nicht wegen dem an, ich rufe an wegen, ich bräuchte unbedingt eine Zinken für den Kramer. Für Ballen. Also, Könnte man den paar Eilexpress bestellen? Ja, er muss jetzt nicht gerade in 10 Minuten da sein, aber so in vielleicht eine Stunde, anderthalb. Ja, 19 Uhr kann er bestellen, dann will. Er ist eigentlich bestens um halb da. Super, das ist perfekt. Dann bestelle ich doch gerne einen. Jo, machen wir. Dankeschön. Bis dann. Bis dann, ciao. Tschüss. Gut. Da brauchen wir drum. Leute, ich sag euch mal an, wann kommen die Folgen. Wenn ich mich jetzt nicht verplappere hier. Aber nein, sollte ich nicht. Dienstag, Mittwoch, Freitag, Sonntag. Kommt jeweils eine Folge von hier Oberbayern um 12 Uhr. Die Geschichte fängt hier an. Lass mich jetzt nicht lügen. Am Freitag hat die Geschichte hier begonnen. Habt ihr ja sicherlich gesehen. Das ist auch wieder die Freitagsfolge. Am letzten Freitag hat das begonnen, soweit ich weiß. Möchte mal gucken. Das ist auf jeden Fall hier Heuballen, ne? Steht schon mal fest. Gibt hier Heuballen. Ich muss mal gucken, ein Heuballenlager, ob irgendwo sowas zur Verfügung steht oder sowas schnell zum Liefern geht. Ja, geldtechnisch sieht es ziemlich low aus. Muss ich gucken. Der macht das gut, ja. Schwader. Ja, 6 Meter Schwader ist halt nicht schnell gemacht, aber ja, geht. Wir mal gucken, vielleicht Leute. Wenn ich die zwei anderen Wiesen auch gleich hinkriege ohne euch. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Vielleicht nach der Arbeit sollten wir auch unser Schwader beibringen. Ja, hallo? Ja, hallo, ich bin's, der Händler. Mein polnischer Hilfsgraf hat sich später bei mir angerufen und sagte, keiner ist da bei ihm am Hof.
Da steht am Elke, da steht am Elke bei dir am Ballenspieß. Ich komme gleich. Okay, sehr gut. Sagen Sie das ihm. Naja, ich will jetzt auch nicht sagen, dass er das selber planen soll, weil... Nein, ich komme. Okay. Bin gleich da. Okay. Gut, bis gleich. Bis dann. Tschüss. Ja, das eilt halt, Leute. Nehmen wir gleich die, Ja, aber das stört nicht. Gib mal kurz auf dem Höfle. Wir können ja ihn hier vorne abstellen. Der Johnny. Der Rest gehen wir zu Füßle. User joined. Ja, nur, ich warte hier schon eine halbe Stunde. Ja, nee, kann nicht sein. Noch eine halbe Stunde warte ich schon. Ja, ich bin ja ich hab jetzt Feierabend. Ja, wart die doch, Mann. Ich musst auch warten auf den Ballenspieß. Ich hab erst mal eine Dreiviertelstunde bestellt. Ja, ich bin dabei. Der hört ja was, seine polnische Arbeiter. Ja, und so kannst du nicht mehr tief planen, das ist neu. Ja, gut. Wollen wir eine Untersuchung von der Acker machen, bitte? Ja, ich sag gut, ja, machen wir. Ja, das ist gut. Ja, so. Super. Ich bezahle sie dann. Ja, okay, vielen Dank, bis dann. Mit bis teuer. Dann. So, ciao. Ja. Mann. User left your channel. Ich muss jetzt mal kurz Händlerboss anrufen. Ja. Ja, so. Moin. Moin. Was hast du denn für Arbeiter, bitteschön? Die können kaum was Deutsch. Nee, das ist eine Spedition, die das macht. Die, wo mein gelben Fahrzeug rumfahren, ist eine Spedition. Und mein. Dort habe ich nichts umgekehrt. Achso, das ist die Spedition. Achso, okay. Naja, mein Elko ist gerade nicht da, weil das fällt ungefähr was anderes aus. Deswegen muss ich die Spedition holen. Achso, okay. Ja, dann tut's mir leid. Also, das ist schon mal wild, ja. Die können nicht richtig Deutsch hier. Und weil der kurz 5 Minuten gewartet hat, oder 10, hat er mir gesagt, hier ist wie teuer. Ja, alles gut, wenn es teuer. Na gut, kannst du mir gleich sagen, was das kostet, oder machst du da noch die Rechnung? Wir könnten aber die Rechnung machen mit den 2 Traktoren. Mit den 2 Traktoren können wir auf eine Rechnung draufschreiben. Das machen wir. Guck mal, ich muss hier noch diese Wiese hier fertig. Ich habe hier gleich noch einen Auftrag. Ich muss diese Wiese hier fertig schwadern, dann noch 2 andere und danach würde ich dir den Schwader vorbeibringen, weil der übelst kaputt ist. Ich weiß ja nicht. Ich glaube, du machst ja sowas auch, oder? Nein, wir machen. Weil der ist halt komplett, ich fahre mit dem John Deere, mit, ich glaube, der hat ja 280 PS oder sowas, auf jeden Fall fahre ich da nicht mehr als 14 bis 15 km/h. Ach, lieber, das ist der falsche Fahrer, der fährt schon auch was um hier. Ja, es ist ja wild. Gut, dann warte ich auf die Rechnung. Ja, okay. Dankeschön, dann bis dann. Bitte, schon. Channel switch.
Hier hinten rum ist der Weg. Mein lieber Scholli. Ja, gut. Leute. Eine Sekunde. Oh, mein lieber Freund. Bin wieder da. Ja, manchmal, ja. Da muss man schon manchmal los. Juhu, Leute. Es war schon tragisch mit vier beziehungsweise fünf. Ich weiß gerade nicht auswendig, wie viele Folgen Bergisch Land gekommen ist. Aber Leute, was will man da schon machen? Da wird schon einiges runterkommen. Channel switched. Ey, du, du. Was ist denn? Ja, gut, ich wollte euch fragen, ob macht ihr auch, Fliegen? Ja, gut, nee, ich wollte euch nicht fragen, ob macht ihr Fliegen? Ich wollte euch fragen, ob macht ihr auch, Dienste fürs, Schwadern? Wir haben aktuell keine Grünlandtechnik. Wir haben uns nur auf die reine Landwirtschaft so... Bodenbearbeitung, alles spezialisiert. Gut, ja, dann muss ich ja selbst machen. Ich wollte nur mal fragen. Jo. Also, eben meine Frage, kennt du? Wir waren schon bei du, oder? Ja, waren wir. Kennst du die Feuerwehrleute? Ja, da kenne ich welche. Ja, da ist einer ein Dulli davon.
Etwas irgendwie passiert da bei mir. Keine Ahnung, ein Notfall und da ist einer mit einem LKW, Mercedes-LKW, glaube ich, so ein RTV, nee, so ein Dings da. Ja, egal, auf jeden Fall so ein Feuerwehrwagen, der ist da voll über den Stein gebrettert und hat ihn einmal um die eigene Achse gedreht. Okay, nee, weiß ich nicht, wer das war. Gut, ja, dann, ja. Danke für die Antwort. Jo. Gut, dann, tschüss. Tschüss. Channel switch. Stopp! Stopp! Wisst ihr was, Leute? Wir rufen mal den Wachmeister an. Channel switch. Mal den Wachmeister an. Hallo? Moin, ich bin ja hier neu in der Stadt. Ja. Ich wollte fragen, kann man helfen? Ist was Schlimmes passiert? Die meinen wahrscheinlich der Einsatz hinten im Wald. Jawohl. Ja, da ist eine vermisste Person. Die soll wohl hier hingewandert sein, aber nicht wiedergekommen sein. Okay. Obwohl sie 2 Stunden zurückkommen wollte. Okay. Braucht die Hilfe? Ich denke, dass es so klappen könnte. Ach so, okay, gut. Wenn ihr... danke für das Angebot. Wenn ihr mal Hilfe braucht, gerne anrufen. Jo. Dann stehst du Diensten. Gut, dann, bis dann irgendwann mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Channel switched. Ach, meine Elektro... Tankstelle sozusagen ist geliefert worden. Mein Schwader habe ich abgehängt, aber obwohl das macht keinen Sinn. Aber nee, das hat jetzt höchste Priorität. Nee, das hat jetzt höchste Priorität, meine lieben Freunde. Aber ich will euch nicht immer das Gleiche zeigen, Mann. Ach komm, häng die Ballenpresse an. Gehen wir Ballenpressen. Nee, wir müssen jetzt den Schwader nochmal einhängen. Das nützt ja nichts. Das Heu kann ja Heu bleiben, das stört mich ja nicht. Mann. Das ist jetzt schon Müll. Ist alles gut bei Ihnen? Geht's Ihnen gut? Ja. Dann, hallo, geht's Ihnen gut, Herr Weber? Ich muss mal weiter. Das ist so eine Kreisfunktion. Channel switched. Oh Mann.
Ja, das ist auf jeden Fall gut. Oh, jetzt sind wir hier angekommen. Aber meine lieben Freunde, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen, Abo da lassen und unbedingt zum nächsten Mal vorbeischauen. Ich sage, geht zum Ossi-TV schauen, er ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, tschüss und ciao, ciao.